Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Space Station Silicon Valley. Beim letzten Mal haben wir die grauenhafteste Mission dieses Spiels hinter uns gebracht. Und ab jetzt geht's wirklich nur noch bergauf. Ab jetzt kommen eigentlich nur noch ganz gute Missionen. Also, Gewicht ist Trumpf. Siehst du, Ivo, die Tiere leben in perfekter Harmonie. Widerlich! Setz dem sofort ein Ende, hm? Warum ist da oben ein Elefant auf dem Baum? Hol ihn da runter, bevor er noch etwas kaputt macht. Aktiviere den Schalter für die Steine, schnapp dir einen Piranha und hol den Elefanten da aus dem Baum raus. Ja, eine sehr interessante Aufgabe. Hol den Elefanten da aus dem Baum raus. Wir starten dieses Level hier als Löwe. Ja, der Löwe ist los. Und das, obwohl wir in der letzten Mission überhaupt keine Löwen gesehen haben. Sehr merkwürdig. Ja, das Erste, was wir machen wollen, ist natürlich aus dem Löwen rausgehen und nochmal rein, um sein Bio zu bekommen. Rob. Typ, Löwe, Umgebung, Dschungel, Fähigkeit A, Springen, Fähigkeit B, Brüllen, Wasserresistenz, okay, Masse schwer, Panzerung leicht, Stärke stark, Zugkraft gut, Fallhöhe mittel, Produktion lang, Antrieb nuklear, Intelligenz hoch, ach, der Antrieb ist nuklear, das ist ja super. Ja, mit dem Löwen kann man ordentlich Schaden anrichten, der brüllt verdammt ordentlich, der Löwe. Ja, schauen wir doch mal, wo wir die ersten Gegner hier haben. Und die ersten Energiezellen. Wunderschön. Ja, irgendwo sollten hier eigentlich welche rumlaufen. Ja, da hinten sehen wir sie schon. Die kreisen hier durch diesen komischen Baum und... Oh, da ist noch eine. Dieses Energieding durch. Gucken wir mal, ob wir sie abfangen können. Ja, zwei Hyänen. Ja, das war in der Tat sehr gut gebrüllt, lieber Löwe. Wir sehen, wie die Hyänen regelrecht wegfliegen, wenn wir sie anbrüllen. Und das macht auch eine ordentliche Menge Schaden an den Viechern. Leider benutzt man den Löwen für nicht übermäßig viel. Aber immerhin dürfen wir da ein paar Hyänen totbrüllen. Und bald erledigt. Yay. Ja, und weil sie ein bisschen beweglicher und schneller sind, schnappen wir uns direkt mal so eine Hyäne. Upp. Naja, wobei der Löwe ist erstmal zum Kämpfen wahrscheinlich besser geeignet. Denn wir müssen hier noch was erledigen. Das ist die Frage. Hyäne oder Löwe? Aber erstmal wollen wir auf jeden Fall eine Hyäne für was anderes benutzen. Das sollte man auf jeden Fall machen, damit dieses Level nicht unglaublich schwer später wird. Bis fast unschaffbar, je nachdem, wie man sich anstellt. Ja, man legt sich nämlich am besten so eine Hyäne da vorne auf einen Stein drauf. Und wir werden später sehen, wofür das gut sein wird. Ja, da vorne liegt die andere kaputte Hyäne. Da vorne läuft nämlich noch ein Gegner rum, nämlich mal wieder ein Gorilla. Mit dem Löwen sollten wir den eigentlich relativ schnell besiegt bekommen. Wir könnten ihn natürlich auch wieder mit einer Hyäne im Lachschloss halten. Ja, Lachschloss, so nenne ich das jetzt. Das Lachschloss, wenn die sich die Gorillas überhaupt nicht mehr wehren können, wenn wir sie mit den Hyänen totlachen. Und blong, mit dem Löwen ist es natürlich ein bisschen schwieriger, den Stampfwellen auszuweichen, obwohl er natürlich auch springen kann. Und wupp, da ist der Gorilla auch schon erledigt. Ja, den Gorilla brauchen wir für sehr viel hier in dem Level. Und der Löwe hat damit gerade mehr oder weniger seinen Dienst getan, weil wir jetzt alle Gegner hier vorne in der Umgebung erledigt haben. Jetzt brauchen wir hier eigentlich nur noch die Hyänen, um uns durch die Gegend zu bewegen. So wie den Gorilla, weil der hier einiges für uns, wie gesagt, tun muss. Auch vorher können wir noch ein paar violette Energiezellen hier vorne einsammeln. Ja, die sind in diesem Level hier leider an recht gemeinen Stellen versteckt, weil das viele Stellen sind, an die man nicht unbedingt geht. Naja, man geht halt an alle Stellen fürs Erkunden des Levels, aber sonst, ne, würde man nicht unbedingt in diese Ecken hier reingucken. Ja, und noch eine weitere, haben wir schon 6. Hier vorne haben wir auch den Baum, in dem der Elefant liegt. Mal gucken, ob wir den hier sehen können. Ja, nee, konnte man noch nicht sehen, aber da oben in diesem Blatt über uns sollte eigentlich der Elefant drin liegen. So, dann schnappen wir uns jetzt mal den Gorilla, denn wie gesagt, wir haben hier einiges mit dem Gorilla zu tun in diesem Level. Wir haben schon eben gesehen, da sind mal wieder Ringe in der Luft, aber wir haben in diesem Spiel hier, also in diesem Level, keine Tiere, die irgendwie hochspringen könnten, die da irgendwie durchspringen könnten. Was wir allerdings machen können und müssen ist, mit dem Gorilla Felsen durch diese Ringe zu werfen. Das ist leider relativ schwer zu timen, da der Gorilla nicht einfach so wirft, während man B drückt, sondern er holt erstmal aus und wirft dann erst später. Ähnlich wie bei der Warp-Fähigkeit von zum Beispiel dem Fuchs, muss man halt B drücken, dann kann man sich noch ein kleines bisschen bewegen und erst dann wirft der Gorilla wirklich. Es wäre irgendwie deutlich praktischer, wenn er es einfach machen würde, wenn wir B drücken, also wenn wir es genau timen könnten. Aber nein, wir müssen uns daran gewöhnen, wie lange der Gorilla aushält und dementsprechend dann werfen. Es ist natürlich auch möglich, hier die Trophäe, naja, unmöglich zu bekommen zu machen, indem man einfach so oft verfehlt, dass alle Steine davon im Wasser landen. Denn wenn sie einmal im Wasser sind, sind wir so los. Aus dem Wasser kriegen wir die Steine vorläufig nicht mehr raus. Also, rup, ah, verdammt, wieder verfehlt. Gucken wir mal, dass wir möglichst nicht alle Steine verschwenden. Puh, du verdammter Trollstein! Ehrlich,
Ehrlich! Dieser verdammte Stein ist genau auf der Kante liegen geblieben, um zu warten, dass wir kommen und dann ins Wasser zu fallen. Okay, suchen wir uns halt den nächsten Stein. Da vorne ist auch noch ein roter Ring. Irgendwo, wo die roten Ringe sind, liegt auch immer ein Stein rum. Ja, da ist er. Dann gucken wir doch erstmal, dass wir hier vorne diesen Stein durch den Ring werfen. Ja, da haben wir auch Energie schon mal für die Zukunft, auch wenn wir die nicht brauchen werden, schätze ich mal. Oh Mann, das war ja total versaut. An irgendwas bin ich aber auch, glaube ich, gerade hängen geblieben. Der hat den Stein ja mehr fallen gelassen als geworfen. Gucken wir mal, was wir hier werfen. Nein, ich bin von der Seite runtergefallen und wir haben ihn irgendwo in die Botanik geschleudert. Yay. Gott, man merkt, dass ich noch leicht genervt bin von dem Stein, der uns gerade getrollt hat. Bams! Ja, so, das hat aber funktioniert. Bevor wir den Wurf hier vorne machen, sollten wir erstmal gucken, dass wir alle anderen Ringe durchworfen haben, denn... Ja, der Stein, den wir da drauf werfen, den verlieren wir auf jeden Fall, wobei... Ach komm, wir verschwenden sonst zu viel Zeit. Wärms durch damit! Irgendwo wird es schon noch einen Stein geben, den wir da vorne durch den roten Ring werfen können. Und wenn wir es nicht schaffen, dann resetten wir den ganzen Mist hier halt. Ja, so, Brust trommeln. Das muss man übrigens nicht extra drücken, dass man sich auf die Brust trommelt. Das macht der Gorilla einfach. Ja, wo ist denn der nächste Stein? Hier sollte es noch mehr als genügend in dem Level geben. Und wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja, hier vorne an der Seite können wir hochgehen, um mit dem Gorilla hier von der Seite hochzukommen. Mhm, wunderschön. Und ich glaube... Ja, von hier aus können wir den Elefanten sehen. Wunderbar. So, hier vorne sind Lianen. So kann man also hier mit dem Gorilla auf die andere Seite. Da vorne ist ein gemeiner Lift. Der kommt nämlich nicht wieder hoch. Also guckt, dass er schnell an die Liane drankommt. Der kommt nur wieder hoch, wenn wir nicht drauf stehen. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite und finden den nächsten Stein sowie den nächsten Kreis, den wir durchwerfen können. Den zu treffen ist zum Beispiel nicht so schwer, denn wir müssen einfach nur da stehen und werfen. Wunderbar, so sollten einfach alle von diesen verdammten Kreisen sein. Verdammte Springen und Werfen. Ja, gut, wir haben den Lianensprung beim ersten Versuch geschafft. Das ist wieder so ein Sprung, wenn wir den beim ersten Versuch nicht schaffen, können wir wieder ganz außen rum gehen und wieder hochlaufen und wieder Lianensprünge machen und es dann nochmal versuchen. Jawohl! Nächste Liane und... das war knapp, aber auf die andere Seite geschafft. Ja, hier haben wir jetzt einen Schalter und mit diesem Schalter aktivieren wir jetzt die Steinchen von da unten. Und so kriegen wir jetzt hier oben eine Hyäne hoch. Aufgabe erfüllt, du hast die Steine aktiviert. Eine Hyäne sonst hier oben auf die Steine zu kriegen, ist eine unglaublich umständliche Angelegenheit. Und deswegen haben wir sie uns einfach direkt da vorne auf die Steine draufgelegt. Und können sie jetzt direkt hier vorne benutzen. Wuhu. Wir kommen hier nämlich mit dem Gorilla nicht weiter, weil er nicht hoch genug springen kann. Aber die Hyäne ist in der Tat in der Lage, sich hier vorne mehr oder weniger frei zu bewegen. Und hüpf, hier vorne haben wir noch ein paar violette Energiezellen. Wir wollen auf keinen Fall runterfallen, denn wir kommen hier nicht so leicht wieder hoch. Da oben dran zu kommen ist ein bisschen schwierig, es ist aber möglich. Komm schon, du verdammte Hyäne, das ist ein recht präziser Sprung mal wieder, man merkt schon. Es ist leichter, wenn man irgendein anderes jetzt als Sprunguntergrund hätte, haben wir aber leider gerade nicht. Komm schon. Bleib, jawohl, wunderbar. Wir haben es geschafft mit der Hyäne, die violette Energiezelle einzusammeln und damit haben wir, glaube ich, das Hauptchallenge dieses Levels schon hinter uns gebracht. Ja, ich hasse diese eine violette Energiezelle da oben. Und, ja, wir haben es... Ah, verdammt. Ja, ihr seht schon den Trick, wir haben es gerade schon kurz geschafft. Wir können die Piranhas da unten erledigen, indem wir vorne den Schalter aktivieren und sie an Land heben. Allerdings können wir sie auch einfach totlachen, genauso wie wir es früher schon getan haben. Das Problem hier ist nur, dass die Piranhas sich ziemlich weit durchs Wasser verteilen, weshalb es schwer ist, an sie dran zu kommen. Ja, kommt, liebe Piranhas. Kommt hier vorne auf unsere Plattform. Na gut, wenn ihr sowieso da vorne rumhängt, dann können wir euch auch tot lachen. Ja, bei den Piranhas ist es leider etwas schwieriger hier in dem Level, weil sie sinken beim Lachen. Ja, sinkende Fische. Also beim Lachen sinkende Fische. Wunderbar. Ja, dieses Mal haben wir es aber, glaube ich... Ja, er stirbt, geschafft. Ich glaube, der Fisch aktiviert sogar gerade selber da vorne den Schalter. Jetzt können wir noch zusätzlich ein bisschen lachen, um extra Schaden zu machen. Scheint irgendwie relativ langsam irgendwie Schaden zu nehmen. Irgendwie merkwürdig gerade. Ja, aber wir haben es geschafft. Der Piranha ist tot. Und Aufgabe erfüllt. Du hast den Piranha. Ah, wunderschön. Ja, mit dem können wir jetzt unter Wasser noch ein paar violette Energiezellen sammeln. Und wir könnten theoretisch die anderen Piranhas totbeißen, wenn wir wollten. Oh, noch mehr violette Energiezellen. Da vorne haben wir ein Tor. Hm, wie kriegen wir das nur geöffnet? Fragezeichen. Sehr merkwürdig. Ein großes Rätsel. Ja, natürlich müssen wir dafür erstmal noch etwas anderes aktivieren. Aber vorher können wir uns hier vorne mit den Piranha-Zellen umsehen, die restlichen violetten Energiezellen sammeln. Ja, hier vorne müssen wir nämlich durch dieses eine Tor durch und dann hier unter Wasser diesen Schalter aktivieren. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen Piranha und können das nicht mit der Hyäne machen. Dadurch aktiviert sich jetzt nämlich da oben diese schöne Brücke. Ja, und diese Brücke müssen wir jetzt mit der Hyäne überqueren. Verdammt umständlich hier oben. Oh, wenn wir springen, sind wir schneller. Hüpf, 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 hüpf.
Wieder rüber zur Hyäne. Ups, ja, wir wollen den Piranha möglichst hier vorne behalten. Also ab ans Land mit dir. Wupp, und rüber ohne Schaden zu nehmen. Wunderschön, wunderschön. Den Piranha können wir später noch weiter benutzen. Auch wenn wir nicht unbedingt müssen, wir können. Deswegen schieben wir den Piranha jetzt einmal zu uns nach unten in die Hauptstage. In den Hauptbereich. Da können wir den dann nämlich gleich noch weiter ausnutzen. So, das ist nur ein kleines bisschen Spielerei, was ich hier gerade mache. Das muss man nicht machen, den Piranha darüber zu befördern. Ja, dann können wir jetzt nämlich hier vorne, wie gesagt, diese Brücke überqueren. Und hier auf der anderen Seite können wir jetzt mit der Hyäne an Land gehen. Sonst wäre es für uns nicht möglich, da unten mit der Hyäne hier raufzukommen. Müssen wir aber schaffen, denn hier vorne ist etwas, das wir nur mit der Hyäne schaffen können. Also generell ist es relativ schwierig, sich an Land mit den Piranhas zu bewegen, da man halt sehr viel Schaden nimmt, wenn man sich gerade mal ein Stück über Land bewegen will. Ja, da vorne sehen wir schon im Baum ein kleines lila Ding. Hier vorne ist noch eine violette Energiezelle. Dann lachen wir das mal an, dieses kleine lila Ding. Es ist nämlich mal wieder ein Sturzflug-Wasserbomben-Papagei. Oh mein Gott, kreischt der. Ha, jetzt stehen wir auf ihm. Wunderbar. Wir haben ihn am Boden. Mit unserer Lache sollten wir ihn eigentlich komplett abhalten können zu fliegen. Jawohl. Und wir haben ihn, den Papageien, mal wieder. Zum zweiten Mal in diesem Spiel. Ja, der Papagei ist eigentlich ein witziges Tier mit seiner Wasserbomben-Sturzflugattacke. Ja, und mit dem sind wir jetzt in der Lage, das Level zu beenden, mehr oder weniger. Ja, mit dem Papagei können wir uns jetzt auch frei bewegen. Jetzt haben wir auch kein Problem mehr, hier oben an dieses Gebiet dran zu kommen. Und mit dem Papagei kommen wir vor allen Dingen an den Elefanten im Baum und können den Elefanten somit aus dem Baum rausholen. Ja, dann bewegen wir uns mal langsam aber sicher darüber. Wir sollten gucken, dass wir immer Untergrund unter uns haben, denn der Papagei funktioniert auch wieder auf dem Prinzip, dass er an Höhe verliert, wenn er nicht unter Boden fährt, fliegt, fährt vor allen Dingen. Also halt nicht, keinen Boden unter sich hat. So, ja, erstmal wollen wir jetzt in den Gorilla. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, braucht ein bisschen Präzision. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das denke. Jawohl, jetzt, das hat funktioniert. Ich will nämlich die beiden Tiere nach unten bekommen, ohne dass wir den Papageien da oben zurücklassen. Papageien runterschieben hat nicht so gut funktioniert, aber in ihn rüber zu wechseln hat funktioniert. Ja, wir müssen hier unten ja schließlich immer noch rote Ringe durchwerfen. Und dieser eine verdammte widerspenstige rote Ring da vorne hat uns ja immer noch irgendwie, ne, abgehalten, die Trophäe zu bekommen. Ups, jetzt habe ich verraten, was man durch den roten Ring bekommt. Aha, habe ich, glaube ich, vorher schon. Egal. Ja, es ist ja auch relativ offensichtlich. Natürlich aktivieren wir wieder, wie auch schon in dem Level mit der Rennmaus und den fliegenden Schafen früher, die Trophäe dadurch, dass wir alle roten Ringe aktivieren. So, ja, dann klettern wir erstmal hier vorne drauf, denn hier vorne ist noch ein anderer roter Ring, den wir gerade eben auch schon gesehen haben, den wir noch nicht aktiviert haben. Ist wieder ein relativ leichter roter Ring, auch wenn er nicht leicht aussieht. Wir positionieren uns einfach richtig, gucken in die Richtung und rup, tada, haben wir den roten Ring aktiviert. Puh, aber jetzt kommt der nervige, der eine letzte, den wir schon mehrfach verfehlt haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt noch andere Steine übrig in dem Level? Ich glaube, das ist unser letzter Stein. Also wenn wir diesen Wurf jetzt nicht schaffen sollten, dann müssen wir das gesamte Level hier nochmal neu spielen, nur weil ich diesen einen Wurf hier vorne verpeile. Das wäre nicht schön, wenn mir das passieren würde. Naja, also die Spannung steigt. Vorne liegt unser Löwe. Ich habe den gerade kurz für was anderes gehalten, für eine Blume oder sowas. Ja, das geht schon gut los. Ich habe aus Versehen A gedrückt und ja, dadurch den Stern direkt mal losgelassen. Ja, also nochmal rum. Haben wir nochmal Zeit, kurz durchzuatmen. Also, die große Spannung, der letzte Wurf. Maßen nehmen. Wurf. Jawoll! Ding! Dong, ding, du hast alle Ringe. Das ist schon das dritte Mal, dass wir diese Nachricht bekommen. Und damit haben wir einen goldenen Baumstumpf als Trophäe aktiviert. Husch. Ja, aber wirklich, husch. Das hätte mich jetzt doch sehr gewurmt, wenn wir dieses Level hier nicht geschafft hätten. Ja, ne? Schade, dass wir diesen Löwen, wie gesagt, für nicht mehr benutzen konnten. Aber der König der Löwen ist halt zu gut, um weiter vorzukommen. Ja, wir müssen wieder in unseren Papagei zurück. Wir wollen nämlich da oben die Trophäe einsammeln und wir wollen natürlich auch noch den Elefanten aus dem Baum holen. Mit dem Papageien ist es natürlich das Einfachste, hier oben dran zu kommen. Und flatter, 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 da sind wir auch schon. Baum, 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 baum. Wir haben die goldene Trophäe bekommen, den Baumstumpf. Und jetzt fliegen wir hoch zu dem Elefanten und das ist dann unser letztes Ziel. Wupp, wupp, wupp. Und ding, Aufgabe erfüllt. Du hast den Elefanten. Tada, Teleporter aktiv.
Ja, jetzt zu einer kleinen Spielerei noch, denn wir können das Level jetzt mit dem Elefanten natürlich beenden. Der Elefant ist ja eins von den Tieren, die auf dem Grund des Wassers laufen. Und von daher könnte der Elefant für uns da unten den Teleporter aktivieren. Aber es gibt natürlich auch noch ein optionales Tier, das sich hier im Wasser bewegen kann. Da hat wohl mal wieder jemand nicht mitgedacht, dass man das auch machen kann. Na gut, das ist kein wirklicher Fehler in dem Spiel. Er macht nichts kaputt oder so und wir können damit nicht wirklich abkürzen. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine Verlängerung von dem, was wir machen. Aber was wir natürlich jetzt auch machen können, anstatt den Elefanten darüber zu bringen, wir können mit der Hyäne oder einem anderen Tier den Piranha darüber schieben, den wir uns gerade eben schon hier runter befördert haben. Ja. Hey, bleib mich an der Wand hängen, blöder Piranha. Jawohl. So, langsam aber sicher den Piranha in die richtige Richtung befördern. Vor allem langsam aber sicher. Die Piranhas lassen sich zum Glück recht schnell schieben, im Gegensatz zu vielen anderen Tieren. Wenn sich die Piranhas nicht so schnell schieben lassen würden, würde ich den Unsinn hier auch nicht machen. So, zack, zack, zack. Ja, noch ein Stück. Ah, noch ein kleines Stück. Fast haben wir's. Und, ja, komm. Ah, das ist doch schon fast im Wasser. Jawohl, und wir haben ihn im Wasser. Und so können wir jetzt auch mit dem Piranha hier vorne das Level beenden, sowie übrigens noch die letzten zwei violetten Energiezellen sammeln, die sich hier vorne befinden. Uhu, letzte violette Energiezelle und drei Steine haben wir vier Steine haben wir sogar reinbefördert mit der einen anderen roten Ring, Steinring-Herausforderung, die wir auch noch abgeworfen haben. Und wir haben es geschafft. Das war Gewicht ist Trumpf. Ich weiß nicht genau, warum Gewicht Trumpf ist in diesem Level, aber es ist offensichtlich Trumpf. Ja, das sollte man mal Skatspielern erklären. Yo, das nächste Level wird dann Dschungelsprünge. Ein verdammt langes Level. Wir können übrigens auch schon den Spaß an der Sonne, dem Wüstengebiet. Aber erstmal die Dschungelsprünge. Und dann noch das letzte Level des Dschungels. Also, bis dahin. See ya.